Es ist das Australien des SSC. Eine halbe Tagesreise entfernt im Berufsverkehr. Die arme aussätzigen Siedlung, getrennt durch die Wassermassen des Rheins, entstand ursprünglich als Sträflingskolonie des Mainzer Imperiums. 1907 erklärte Wiesbaden seine Unabhängigkeit, aber es blieb doch immer auch ein Teil von Mainz, Amöneburg, Kostheim und Kastell. Das Commonwealth of Wiesbaden. Aus diesem Grund ist es Wiesbaden auch erlaubt, am SSC teilzunehmen. Auch nach über einem Jahrhundert sind die Einflüsse der kriminellen Vergangenheit Wiesbadens zu spüren. Dort floriert das mafiöse Geschäft rund um das Glücksspiel weiterhin, geschuldet wahrscheinlich der blanken Not aufgrund der Armut vieler Wiesbadener. Doch nicht nur bei der Verteilung des Reichtums ist Wiesbaden benachteiligt worden. Das Trinkwasser hat an manchen Stellen schwefligen Gestank und viele Gebäude stammen noch aus dem vorvorigen Jahrhundert. Auch das Unkraut wuchert inmitten der Stadt und es sammelt sich sogar Grundwasser oberhalb der Oberfläche der Innenstadt. Doch trotz allem bleibt Wiesbaden bei manchen beliebt, wegen der guten Sicht auf Mainz.